Moin zusammen. Ich grüße euch hier auf meinem Kanal Ullis Blickwinkel. Ich bin der Ulli, aber ich denke mal, die meisten von euch wissen das, ne? Ja, was gibt es Neues? Was passiert heute im Video? Bevor ich damit anfange, euch zu erzählen, was es gibt, eine kurze Sache. Ich habe das letzte Video ja letzten Sonntag gehabt und da habe ich das Holzlager unter anderem gebaut. Und dann haben, ich sag mal, schätzungsweise 10 bis 30 von euch gefragt, hör mal, kriegst du überhaupt die Garagentür noch auf? Und ob das klappt oder nicht klappt, das könnt ihr jetzt sehen, das blende ich euch mal kurz ein. So ihr Lieben, ich bin ja, ich schätze mal, circa 20 Mal gefragt worden, ob denn auch das Garagentor noch aufgeht, weil das doch alles da sehr eng ist. Ne? Ich habe natürlich jetzt die Sachen, die am Garagentor gelehnt waren, das war ja auch nur vorübergehend, habe ich natürlich weggemacht. So, und jetzt drücke ich mal auf die Fernbedienung. Ja, es ist knapp, aber es passt genau. Ne? Sieht fast aus wie gewollt. Ne? Also, Garage geht auf, ohne Probleme und natürlich auch wieder zu. Aber ich will euch natürlich auch informieren, weil ich weiß ja, ihr fragt mich das, weil ihr euch Sorgen macht und nicht, weil ihr mich ärgern wollt. Ne? Jo, also, das Thema ist, würde ich sagen, erledigt. So, ich denke mir, das ist geklärt, aber ich kann natürlich verstehen, dass ihr danach gefragt habt, weil das sah mit dem Weitwinkel aufgenommen aus der Perspektive sicherlich schon sehr kriminell aus, aber es war also wirklich kein Problem. Aber ich freue mich ja immer wieder, wenn ihr solche Dinge schreibt, mich darauf aufmerksam macht, ne? Weil es könnte ja auch mal in die Hose gehen und da bin ich froh, dass so viele von euch auf mich aufpassen, ne? So, was passiert noch? Ja, ganz kurze Erklärung. Heute kommt der Helmi. Ja, jetzt fast eine Woche nicht da gewesen, habe trotzdem aber einiges geschafft. Sieht ja hier auch schon wieder anders aus als auf dem letzten Video. Aber bin froh, dass er heute wieder da ist, dass er wieder kommt. Helmi hat ein neues Auto und vielleicht erzählen wir nachher ein bisschen davon. Ja, was machen wir heute? Und zwar hier in der Abteilung sind noch einige Wände, die müssen zugemacht werden. Das heißt, da muss Dämmmaterial rein, da müssen wir zumachen, da muss ich überlegen, was mache ich da hin. Die Kappsägenstation wird demnächst auch anders aussehen, also nicht das Grundkonzept, aber ich werde meine Kappsäge verkaufen, die Bosch, und werde mir eine mit einem Posaunenauszug, ne, heißt er glaube ich, ne, mit einem Posaunenauszug anschaffen. Ich weiß noch nicht genau welche, ob eine Makita oder eine Dewalt. Ich habe da so eine Dewalt gesehen, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich weiß es noch nicht. Ne? Ich will aber nicht die große Bosch kaufen, weil ganz ehrlich, 800 Euro, 700, 800 Euro will ich nicht ausgeben, weil ich bin der Meinung, das brauche ich nicht für die Sachen, die ich so mache. Ne? Da reicht eigentlich auch eine kleine Kappsäge und ich bin mit der Bosch super zufrieden. Aber sie hat halt keinen Posaunenauszug und in dieser kleinen Werkstatt verliere ich dann sehr viel. Dann muss ich die Station immer rausholen und ich habe da einfach keinen Platz für. Deswegen wird die weggehen. Ich musste mir auch die Genehmigung dafür von meiner Regierung reinholen, weil diese Säge hat meine Frau mir mal zum Geburtstag geschenkt. Ne? Aber sie hat gesagt, okay, sieht sie ein und genehmigt. Ne? Ja, was machen wir noch? Eventuell Decken. Dann habe ich für die Tür, für innen, habe ich ein Bild ausgeschnitten, was in der alten Werkstatt war. Das werden wir montieren. Ja, und mal gucken, was uns noch einfällt. Ne? Ich freue mich gleich auf den Helmi und dann geht es richtig los. Und bleibt dran, es wird weiterhin spannend, was hier aus der Werkstatt gemacht wird, was wir daraus machen, was so passiert. Ja, ich sag mal bis gleich. Ne? So, was haben wir denn? 4 Uhr, ne? Ich meine, die Uhr, die steht ja schon seit Wochen. Ne? Da müsste man neue Batterien rein. Also eigentlich müsste der Helmi jeden Moment um die Ecke kommen. Und ich habe schon mal ein bisschen Material geholt und dann geht es los, ne? Ja. Uli. Ah, hu. Wenn du mal wieder da bist. Ja, aber drehen Sie sich mal rum, junger Mann. Schöner Rücken, schöner Rücken kann auch. Ja, die Kamera läuft doch schon. Zusammen. Ja, genau. Das weiß ich schon nicht. Genau, ja, ist doch normal, ne? Das ist, ohne Kamera bringt das ja alles nichts hier. Zeit, ne? Passt, ja, okay. Zeit passt, ganz genau. Ja, ich habe gerade schon mal so ein bisschen gesagt, was wir machen, habe aber das Wichtigste vergessen, wo wir nämlich mit anfangen. Und zwar, wir brauchen hier mehr Licht und mehr Strom, ne? Kriegt man hin. Damit die Kreissäge mal läuft und dann hinterher auch die Kappsäge und so weiter. Und damit mal hier die Beleuchtung entsprechend genauso gut ist wie in diesem Raum. Ja. Und damit starten wir jetzt. Wir haben hier schon Dämmmaterial. Hier muss also Dämmmaterial runter. Leisten brauchen wir dafür. Dann brauchen wir noch
Verschalung, ne? Also Bretter. Ja, haben wir noch was da? Ja, Kabel hast du sowieso immer dabei, ne? Und beziehungsweise Licht hier jede Menge. Ich würde sagen, wir starten erstmal, wir fangen mal an hier mit mehr Licht zu machen. Und wenn wir das geschafft haben, melden wir uns wieder. Zwischendurch gibt es ein paar Aufnahmen, aber wir zeigen euch jetzt nicht das Gleiche nochmal, was wir da gemacht haben. Das müssen wir albern, haben wir ja schon gesehen. Ganz genau. Ja. Also, bis gleich. So, ran an die Buletten, Junge. Ja, ja. Tauli, was sagst du? Hell genug? Ja, ich würde sagen, das tut es, ne? Na, ne? Aber wenn du mal überlegst, ne? Das sieht immer so aus, ich will ja auch nicht meinen Rücken zeigen, ich mach dann mal so, der alte Mann setzt sich mal hin. Ne? Das sieht immer so aus, Helmi, weißt du, so, ja, mal eben drei Lampen anbringen und so, ne? Mal eben, ne? Ja. 3 Stunden, ne? Ja. 3 Stunden, weil hier ist natürlich nicht alles gerade und wir mussten ja erst noch dämmen, dann die Platten alle zuschneiden und so. Ja. Das ist schon eine Menge Arbeit, ne? Ja. Demontage so, das haben wir super fertig, hier haben wir auch super fertig, da hinten haben wir noch keine Deckenplatten, weil ich habe diese Platten, die habe ich ja immer aus der Firma mitgenommen und da ist eine ganze Palette von voll. Aber wie ihr seht, liebe Freunde, ich habe es einfach übertrieben, bin ich ganz ehrlich, in den letzten 3 Wochen. Und mein Karpaltunnel, der macht mich echt verrückt. So mit Heben und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Ne? Und deswegen so eine Palette da ins Auto laden. Ne? Und ich kann da auch nicht irgendjemandem sagen, hör mal, kannst du mir mal eben helfen? Weil das ist für mich privat und das geht nicht. Ne? Ja, super geil finde ich, das Licht. Jetzt, die Ecke sieht hier richtig cool aus, finde ich. Ne? Mhm. Ne? Das gefiel dir, glaube ich, auch sehr gut. Ne? Ja. Mit ja. Matrix, ja, Matrix, auch die Uhr, die passt jetzt total gut dazu. Ne? So, und jetzt gehen wir aber hier an die Wand und da drehe ich die Kamera mal eben hier in die Richtung. Ja, die Wand hier, die soll noch vertefelt werden. Hier ist ja schon alles drin. Ne? Hier haben wir das jetzt rausgenommen, das Dicke, weil ich möchte da gerne Folgendes machen. Mal gucken, mit dem Heben. Oh, nee, das ist ja mein von der alten Werkbank, von der kleinen fahrbaren Werkbank, das Ding, das hatte ich bei uns. Sag ich schon, jetzt sag ich schon, bei uns, ne, Harry? Ja. Hatte ich bei mir in der Kellerwerkstatt an der Wand hängen, so, ne, hatte ich da dran. Und da hatte ich dann mit dem Lochsystem so verschiedene Werkzeuge dranhängen. Ne? Das fand ich auch ganz cool. Und das möchte ich gerne hier wieder machen. Und deswegen haben wir gesagt, werden wir jetzt hier die dicke Isolierung nicht machen, sondern ich hole mal so ein Teil. Sondern wir werden das hier nehmen. So, und damit, wenn wir das jetzt hier dran machen, damit haben wir hier noch eine schicke Tiefe und verlieren hier nicht so viel, dass wenn man hier vorbeigeht, und da hängen Sachen, die mit der Schulter so runter bammeln, ne? Ja. Ja, so. Das heißt also, mit seinem Bauch im Weg. Ja, also, ich sag mal, da könnte ich ja von meinem Bauch auch reden, ne? So, das heißt, isolieren, Leisten dran, zumachen und dann können wir das Ding da dran pappen. Genau. Und dann haben wir hier die Sache schon mal fertig. Und ich sag mal, ich würde sagen, das ist das Allerhöchste, was wir jetzt noch machen, wenn überhaupt. Und dann geht es morgen weiter, ne? Genau. Sollen wir noch ein bisschen oder sollen wir aufhören? Wir können noch was machen. Wir können noch was machen. Helmi hat noch Bock. Helmi, Auto. Ganz kurz einfach nur erzählt. Ja. Du hattest einen Opel und den hattest du wie lange? Hatte 8 Jahre. Hatte ich. 8 Jahre, aber das Auto war über 20 Jahre alt, ne? 23 Jahre alt. Und kein Kolbenfresser, aber sowas ähnliches, ne? Ja, die Nockenwelle ist wohl festgegangen, die Auslassnockenwelle, und dadurch ist der Zahnriemen gerissen und. Also Fratze, kaputt. Kapitaler Motorschaden. Ne? So, und dann wollte der Helmi sich erst einen Skoda kaufen, ne? Ein Skoda Octavia. Ja. Und dann hat er aber gedacht, nein. Naja. Schönes Auto, ja. Aber zu teuer, immer noch zu teuer, wenn man einen kauft, der jetzt nicht ganz so alt ist und nicht weit über 100.000 runter hat. Ne? Ja. Kann man so sagen. Ich sag mal, ne? So, die Gebrauchtwagen, die mit über 100.000, 120.000 Mal, ich habe auch welche mit 130.000 gesehen, gut, die Wagen waren 4 Jahre alt. Aber da haben die immer noch 18.000, 19.000 Euro für haben wollen. So, und jetzt hat der Helmi wieder ein Opel. Ne? Ja. Kennst du ja. Das, ne? Jeder Popel fährt ein Opel. Ist jetzt mein 5. Folge.
Ja, aber er hat ein schönes Auto, ein Insigni- Insignia. Ja. Insignia, ne? Das ist wieder so ein Zungenbrecher, ne? Wisst ihr, was das Schöne ist? Jetzt hat der einen großen Kombi, der Helmi, ne? Und jetzt kann der mir immer passt Sachen mitbringen, ne? Oder ich kann ihm mal was mitgeben, ne? Passt viel rein, ne? Ja. So, das zum Thema Auto, dann wisst ihr das auch, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen, nicht mehr so viel quatschen, geht alles von der Zeit ab, ne? Weil der Helmi guckt immer auf die Uhr, ne? Der stempelt hier, ne? Zeit ist Geld, was wir nicht haben, ne? Okay, es geht weiter. Ich würde sagen, das hat der Helmi gut hingekriegt, ne? Helmi. Danke. Hat passt, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Ding hier jetzt so ungefähr hier so. Ja, dann passt das auch. Ne? Oder passt so hoch. Halt. Ja, ungefähr da so. Dann ist das die Vorrichtung. Ja, und wir haben 7:45. Und das reicht heute, ne? 4 Stunden. Ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt. Stimmt. Ne? Jetzt, ja, ich muss dich einfach öfters mal besuchen. Ja. Ne? So, ich würde sagen, ihr Lieben, es geht morgen weiter, aber für euch geht es ja sozusagen nach dem. Jetzt ist ja gut, dann gibt es morgen noch Neuigkeiten. Ne, zum Ende des Videos ungefähr. Mal gucken, wann wir das einbauen. Zu deiner Werkstatt, ne? Wie da aussieht. So, Stand der Dinge mit Helmis Werkstatt. Aber jetzt sage ich wirklich, bis tomorrow. Jo. Jo. Ja, und schon geht es weiter. Ne? Wir haben jetzt Freitag und der Helmi ist noch nicht da. Das dauert noch ein paar Stündchen. Und ja, ich habe gestern schon mal eins gemacht. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass ich das hier hinhängen wollte. Das habe ich dann gestern Abend noch hier hingehängt für mein Stecksystem, wo ich dann so Winkel und andere Sachen dran heften kann. So, und das ist das Regal, was ich in der alten Werkstatt hatte. Da waren zum Beispiel meine Kleberollen und andere Dinge drauf. Und ich finde, das passt hier eigentlich ganz gut drunter. Ich muss nur mal gucken, wenn ich das da dran mache, ob ich irgendwie, wenn ich jetzt hier etwas säge, damit, nee, da glaube ich nicht, dass ich damit in Berührung komme. Ne? Weil, nee, das dürfte nicht sein. Also werde ich das mal hier drunter machen. Das ist nämlich schön schmal. Und ist eigentlich gar nicht im Weg. Ja, das wollen wir da mal dran machen. Schräubkes. Und Akkuschrauber. Die waren nämlich angeschrägt, dass die Rollen da nicht rausfallen. Jo. Und wieder was fertig. Und so geht es Stück für Stück. Ne? Ja, heute wollen wir also hier die Sache zumachen. Dann will ich hier was Vernünftiges hinmachen. So eine Art Fensterbank. Das heißt aber, die Schilder nehmen wir erstmal weg. Ne? Sauber machen, die Leisten kommen raus und dann kommt hier was Vernünftiges rein. Ne? So, die ist gut isoliert und die mache ich jetzt einfach zu, weil da ist eigentlich kein Platz für
irgendwas, was da reingehören soll, oder brauche ich erstmal nicht. Und hier habe ich ein Laminat, was ich mal an der Wand hatte. Da habe ich keine andere Verwendung für. Und das mache ich jetzt erstmal hier so vor. Nee. Finde ich optisch schön. Frau Helmi, jetzt ist unschwer zu erkennen, was du bist. Ne? Wahnsinn, ne? Ne? Mit der Kabelrolle hier. Ne? Machst du hier so den doppelten Bizeps immer, ne? Auch, ja. Ja, hi. Ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen was gemacht hier, ne? Weil ich hatte, ne, Langeweile hatte ich nicht, aber ich habe gedacht, so ein paar Kleinigkeiten, die mache ich dann schon mal, bevor der Helmi kommt. Ne? Und du bist frohen Mutes, ne? Ja, immer. Freitag, ne? Hoch ja. Die Hände, Wochenende. Nee. Eben nicht, ne? Ja, was machen wir heute, Helmi? Ja, ein bisschen Strippen ziehen. Wir geben der Kreissäge endlich Strom. Ja. Damit wir auch mal mit der Kreissäge wieder arbeiten können. Damit man kreisen kann, ja. Na, hier habe ich ja schon einiges gemacht. Das heißt, Stromversorgung, und dann gucken wir uns mal die Abteilung an, ne? Ja. Weil wenn wir dann die Sache hier fertig haben, sage ich mal, dann ist ja schon wie eine kleine Werkstatt hier der Raum, ne? Ja. Ich habe gestern noch zu dir gesagt, also manche haben eine Werkstatt, die ist nicht größer als das Ding hier. Ne? Also von daher, ich muss sagen, ich fühle mich hier in der Abteilung auch schon ziemlich wohl. Da drüben, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Aber das kommt auch noch. Jo. Ne? Jo. Nächste Woche. Ja. Genau. Also, wir legen los. Zwischendurch mache ich die Kamera dann mal immer an und zeige euch die Veränderungen und was wir wieder gemacht haben. Aber jetzt machen wir erstmal Musik, ne? Genau. Weil dann lässt sich besser arbeiten. Ja, so ist es. Und für euch ist dann gleich Pause. Ich jetzt erstmal Pause. Bis gleich. Jo. Ja, Helmi. Durchgeschwitzt.
Nicht nur du. Ja, ich wollte heute eigentlich das Thermometer aufhängen, ne, um mal zu wissen, wieso die Temperaturen hier drin sind. Aber wir haben festgestellt, wenn die Tür zu ist, geht es. Ist wesentlich angenehmer. Ne, ist wesentlich angenehmer. Ja. Aber Tür zu, wenn man andauernd rein und raus muss, geht nicht. Ja. Ne? Wir haben jetzt heute nicht so viel gezeigt von dem, wie wir was gemacht haben, weil ich finde, das wird ja auch mit der Zeit langweilig, wenn man immer nur sägen und bohren und so festschrauben. Ja. Ne? Aber wir haben eine Menge geschafft. Also die Seite war ja heute Morgen schon zu. Dann haben wir die Seite zugemacht. Wir haben, den kennen vielleicht die einen oder anderen, war in der alten Werkstatt, der Paravent. Da war Gas, Wasser, Scheiße hinter, ne? Diese Regler. Und damit habe ich das abgedeckt. Ansonsten wusste ich nie, was ich mit dem Ding machen sollte. Und als es darum ging, die Seite zuzumachen und nicht mehr so viel Material da war, kam ich halt auf die Idee, hör mal, das sieht vielleicht ganz cool aus, ist auch mal ein bisschen mehr Farbe. Helmi hat dann gesagt, ich weiß nicht, gefällt mir nicht ganz so gut, aber ich bin davon überzeugt, Helmi, wenn ich die Wand so gestaltet habe, wie ich das vorhabe, das sage ich jetzt aber noch nicht, dann wird dir das auch gefallen. Gut, nehme ich mal so hin. Nimmst du mal so hin. Ne? Ja, Helmi hat überall Stecker gemacht auf der Seite für die Kreissäge. Das heißt, die Kreissäge hat jetzt auch Strom, wenn ich sie einstöpsel. Aber vorher will ich natürlich noch die Absauganlage dran machen. Zumindest einen Absaugsauger, ne? Weil ich sag mal, ob wir hier irgendwie mal eine Verrohrung machen oder sowas ähnliches, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Ne? Wird sich zeigen. Ja. Wird sich zeigen. Wie sieht es denn mit deiner Werkstatt aus, Helmi? Ja, das wollte ich eigentlich erzählen. Also mein Vermieter hatte ja gesagt, okay, du kannst da im Keller die Werkstatt machen. Da habe ich schon Material besorgt und wollte auch loslegen. Ich habe mir sicher auch schon Geld ausgegeben. Ja. Und wie ich die Tür unten hatte, schwere Stahltür. Eine Feuerschutztür. Am nächsten Tag rief der Vermieter an. Und hat gesagt, nee, er möchte es doch nicht. Ja. Du hast mir das ja erzählt, er hat sich das überlegt, er hat ja wahrscheinlich mit anderen Leuten gesprochen und die haben ihm dann davon abgeraten, dass wenn du das vielleicht gewerblich machst, dass er dann Ärger kriegt und hin und her, ist eigentlich alles Blödsinn, ist für mich eine Ausrede. Gut. Aber. Also, mit anderen Worten, das heißt, wir müssen noch was warten, dauert noch was, das ist mein Glück. Aber, ne? ich habe mir gesagt, Uli hat mir viel geholfen und ihr dann, ja, ihr habt mir geholfen, weil Uli mir geholfen hat. Und ich bin kein YouTuber, ich bin nur Abonnent. Und für mich hat es hier beim Uli erstmal oberste Priorität, dass das hier erstmal fertig wird, dass der Uli wieder seine Bastelvideos machen kann, dass er nicht hier unbedingt Bauvideos von der Werkstatt sein müssen. Nö, die Bauvideos sehe ich anders als du. Okay. Ne? Also Bauvideos von Werkstatt sehen alle unheimlich gerne. Die Einschaltquoten von Bauvideos von der Werkstatt sind wesentlich höher, als wenn ich jetzt irgendeinen Kram bastel, den jetzt schon tausendmal gegeben hat. Okay. Ich sag mal so, der Helmi wird auf jeden Fall eine Werkstatt bauen. Wenn er den Keller nicht kriegt, hat er eine andere Lösung. Da reden wir jetzt noch nicht drüber. Das heißt, das wird kommen. Mein Glück ist aber im Moment, dass das noch stockt, weil dann ist er immer bei mir und kann mir helfen. Ne? Ja. Ja, und liebe Junge, aber das weiß ich ja, Aber das wird schon kommen, das wird schon alles gut werden. Ne? Ihr Lieben, jetzt verabschieden wir uns, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gequasselt. Und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag zum nächsten Video. Und nochmal vielen, vielen Dank an die neuen Abonnenten. Ich bin jetzt schon wieder bei 6075 oder so, also schon wieder 75 nach den 6000 dazugekommen. Es geht weiter, ich freue mich drauf und bis nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.